Hallo, da sind sie alle. Hinten Sophie und Clara, dann kommen Dorothea und Jo. Jakob, wo ist Jakob? Der ist Zock. Und hier ist der Ritter und fährt. Und Tamino fährt auch mit natürlich, hier vorne bei mir. Aber dem geht's immer nicht so gut, deswegen guckt er jetzt nicht. Stockender Verkehr. Wo sind wir denn eigentlich? Zwischen Hannover und Hamburg. Ja, wir sind in Dänemark. Gerade über die dänische Grenze gefahren, ging ohne weiteres. Biegen Sie rechts ab. Wir biegen jetzt rechts ab. Bald sind wir da. In Süd-Dänemark. Sonderborg. So sieht also Dänemark aus. Einfach nichts. Flach. Jetzt geht's da hinten. Der Pool will. Oh, wirklich. Der Pool will die Kamera. Auch den Pool rumzureden. Also hier ist wirklich einfach nichts. Felder. Wunderschön. Ab und zu mal ein Haus. Oder ein Gehöft. Einfach nichts. Ist das nicht herrlich? Lundtoft. Hier sind mal ein paar Häuser. Das ist Sonderborg, glaube ich, da drüben. Oder Sonderborg. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sonderborg. Aber es hat ja so ein durchgeschriebenes O. Da hinten sind die schönen Häuschen zu sehen. Also, ich weiß ja, ob man das der Kamera sehen kann. Das hier vorne natürlich nicht. Das sind so anscheinend dänische Mehrfamilienhäuser. Am Rand von Sonderborg. Aber wir fahren jetzt noch weiter Richtung Sonderby. Und das ist die Halbinsel. So, jetzt geht es Richtung Kegnes. Rechts sehen wir da schon so ein Stück Land und ein Stück Wasser. Und das ist die Halbinsel. Hier sieht man das jetzt genauer. Und hier ist der kleine Überfahrt, da werden wir gleich rüberfahren, über den kleinen Steg zur Insel rüber. Es scheint ein etwas größeres Schiffchen hier zu sein. Ich glaube, hier noch irgendwas. Sonderhöhs Ferienbulliger. Ein paar Häuschen. Wir nähern uns dem schmalen Steg, der die Insel Kegnes mit dem Festland verbindet. Und den seht ihr hier vor uns. Genau da. Hier sind die ganzen Surfer unterwegs. Sie haben jetzt anscheinend schon. Hier sind wir schon mit meinem Bogenmobil. Ja, wir sind schon mal. Genau. Aber jetzt könnt ihr es in live sehen. Da ist das Meer. Juhu. Wie schön. Schaut mal, wie schön die Halbinsel ist. Und wie, guck mal hier, wie ist sie so umschlossen von Meer. Ist das nicht toll? Das war nicht toll. Juhu, Papi! Wir fahren über die Schiffe. Oh, herrlich. Und wir sind auf Kegnes. Wie geht's euch? Seid ihr glücklich? Juhu! Guck mal, das Blau da hinten. Oh. Schön. Einfach nur Weite, sonst nix. Und der Ritter. Hund. Hallo Hund. Wir sind gleich da. Sonderby, wir haben es geschafft. Und da sind auch schon die Häuser. Hier ist schon das kleine Kirchlein. Biegen Sie rechts ab. 200 Meter. Da sind die Häuser. Das sind unsere Häuser. Die Kinder schreien schon. Das sind ganz viele Kinder. Oder werdet ihr Spaß haben? Oh. Ja, cool. Wow, wow, wow. Achtblick. Und das ist das Feriendorf mit den ganzen Häusern. Und
Müssen wir gleich dran fahren oder das ist, das ist unser Haus. Ich glaube, unseres ist da irgendwo hinten links. Die Frage ist nur, ach so, und wo ist der Schlüssel? Nach 80 Metern Ankunft zum auf der linken Seite. Und wir sind da, Nummer 42. Da ist es. Wir sind hier schon hinten dran. Haus. Hat es anscheinend ziemlich geregnet. Ey, hör mal auf so zu ziehen. Tore da, Alter, wenn du das Tor da gehört zu dem Haus, oder? Schön hier bleiben. Schmeckt doch nur mein Schatz. Freut sich. Dann immer auf mich zu, ey. Cool. Und? Ja. Cool, ja, oder? Schon, ja, schön. Oh, wow. Der Raum ist so oh, geil. Ist das cool. Hey, guckt euch das mal an hier. So krass. Ich lege meine Tasche hier ab. Huiuiui, das ist ja super genial. Und hier ist der Poolraum, wie ich hier sehe. Ja, der ist auch der Raum. Ja. Sehr, sehr geil. Und Whirlpool und Sauna. Küche. So, Sophie räumt die Küche ein mit mir zusammen. Wir haben schon hier Chaos gemacht und alles in den Kühlschrank geräumt. Haben wir auch Licht eigentlich? Ah, Licht. Super, ist total hegelig hier drin. Super schön. Und wo sind die Kleinen? Mal gucken. Springen auf dem Trampolin. Springen auf dem Trampolin. Da hüpfen sie. Also die Sonne scheint und ab und zu regnet es. Aber da, jetzt geht's gleich los. Hier kannst du uns filmen im Partnerlook. Jetzt filme ich euch im Partnerlook. Total schön hier, total ruhig. Ja, noch Selfie. Komm, Selfie jetzt noch. Der Junge möchte auch gefilmt werden. Juhu, so schön. Ich kann auch mal deine Jacke übernehmen. Cool. Wie findest du es hier? Wie findest du es hier, Mama? Super cool. Sehr gut. Da hinten ist die Dorothea im Hintergrund. Oh, da können wir bitte gehen. Und hier die allzeit nervende Zeitbombe. Ich kann auch wenn du nerven, danke. Ja, kannst auch. Ja. Klar? Mach den Vorhang weg und erzähle uns, wie du dich fühlst. In dem Mudo. Ey! Oh, komm ich nicht in die Dornen! Super süß. Guck mal hier, das Häuschen. So goldig. Guck mal, das ist so ein typisches Dänemark-Häuschen. Mit einfach, oh, so süß. Total hegelig. Und wieder so ein süßes Häuschen. Guckt euch das mal an. Ist das nicht super niedlich? Das ist ja obergoldig. Und da hinten ist gleich das Meer. Und ein hegeliges Häuschen neben dem anderen. Ganz süße, typischen dänischen Häuser mit diesen wunderschönen Türchen hier. Guck mal. Herrlich. Die üben noch ein bisschen Laufen hier. So, und so langsam, also wir sind jetzt am Kiosk vom Campingplatz vorbei, da kann man so ein bisschen was kaufen, wenn man was braucht. Und hier sieht man jetzt das Meer schon vor uns. Wunderschönes Haus am Strand. Der Strand ist hier ziemlich steinig, man sieht, dass es da schon noch weich reingeht. Hier sind überall so kleine Badestege und wenn es jetzt ein bisschen nicht so windig wäre, würde man sicherlich auch baden können. Findest du wieder was? Jo kriegt jetzt mal die Jacke vom Ritter angezogen, weil Jos Jacke ist nämlich zu Hause geblieben, dummerweise. Vor lauter vielen Sachen, die wir mitnehmen mussten. Und hier ist sogar Sandstrand. Guck mal.
Jakob hat schon ausprobiert und Clara. Cool. Super. Unser erstes Abendessen. Juhu. Und zwar eine Kartoffelsuppe, die Sophie gemacht hat. Lecker. Wie wollen wir die Villa nennen, Kinder? Huhn. Villa Huhn? Huhn. H-U-N. Ich finde, es sieht total hegelig aus alles. Guck mal, hier haben wir eben gegessen. Nicht mit Haaren abduschen? Einfach mal abduschen, mit ein bisschen Shampoo dann waschen. Ne? Jungs spielen, Tischkicker, so cool. Der Hund ist total erschlagen von der Reise. So langsam wird es dunkel. Die Kinder organisieren sich hier noch mit dem Tischdienst. Draußen ist es ziemlich nass. Und hier ist es jetzt so richtig schön hegelig mit Tee und Kerze und Weinschorle. Und ich liege schon unter der Palme. Und die Wolfram liegt unter der Palme, so halbwegs. Hier ist die Rutsche. Da kann man dann so runterfahren. Und dann kann man hier super runterfahren. Hier kann man rausgucken in die Küche. Und hier ist ein sehr geiles Whirlpool. Mal gespannt. Hier ist tierisch heiß drin. Liebe Zeit. Ich glaube, das ist hier gar keine echte Palme, oder? Ist hier Party. Du aber nicht im Dunkeln steigen, Jakob. Ich hoffe. Oben ist so eine Partykugel und ich mache hier gerne in den Spielraum. Jakob ist völlig glücklich. Man hat das Gefühl, wenn man fährt, wenn man hier drin steht. Schwimmen. Super. Sie wurde Sonntagsbrötchen gebacken, Wendische. Jakob ist aus dem Nest gefallen. Und hier macht die Mama Plunder. Kringle. Das ist ein typisch dänisches Gebäck. Man hier. Sieht ja, wie schön der Teig ist. Hier kommt jetzt die Füllung, die besteht aus Butter, Rosinen und gehackten Mandeln und ja, sonst nichts. Also. Jetzt wird es wahrscheinlich da rumgerollt. Ja? Jetzt wird das so gemacht. Ja, nochmal so eine Bühne. Und jetzt werden die hier drüber geschlagen. So. Und dann so. Ist ein bisschen dick an der Seite, aber das muss so, glaube ich. Ich kann mal so ein bisschen drücken. Das ist gerade was. Hier auch gucken, dass es wirklich gerade wird. Aber es soll ja auch. Das ist ja ein handgemachtes Gebäck. So reicht, ne? Ja. So, und jetzt kommen sie rein. Dänisches Kringle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kringle. Kringle, Kringle. Kringle, denke ich. Und die kommen jetzt rein und zwar für 15 bis 20 Minuten. So mittlere, oder? Naja, aber mal so mal die eine. Boah, ich liebe es, im Ferienhaus zu backen. Das ist für mich die größte Freude. Ich finde das richtig cool. Und dann auch noch Spezialitäten aus dem Land, in dem ich gerade bin. In diesem Fall ist es ja Dänemark und so schön. Und jetzt ist auch noch die Sonne rausgekommen. Schaut mal hier. Endlich, der Regen hat ein Ende. Hier ist alles schön inzwischen wieder. Die Küche ist aufgeräumt. Pool ist toll. Und ich sehe schon einen schönen Urlaubstag auf uns zukommen. Juhu! Die sind alle noch hier drin. Spielen Billard und Tischkicker. Ah, oh, herrlich. Blättert es schon? Das ist auf jeden Fall Blätterteig geworden. Also Plundergebäck ist das, ne? Spezielles dänisches Plundergebäck.